Da ist ein Selbstmord passiert. Das ist einer gesehen, der ist zum Fenster rausgekumpelt, und zwar in der belebten Strasse, mitten in der Stadt, vor einem Restaurant. Der ist sofort da gewesen und der ist gesperrt worden. Es ist zwar gerade Feuer oben gewesen, in einem Winter, man sieht es im Schnee an. Und den hat man nachher gereicht mit dem Totentransport und der ist abgeschlossen gewesen. Das sind Affekthandlungen, einer, der zum Fenster rausgekumpelt, der muss seelisch ganz kaputt sein, als er das macht, oder eben Affekt handelt. Wenn man mit dem Gerät voran, dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Aber der hat einfach gesagt, so fertig, und kommt zum Fenster raus. Wenn er solche Selbstmörder kann man an einem anderen Ort machen. Nicht mit seiner Stadt vor der Restaurants, das alles sieht. Für andere Leute, wie die das sehen, irgendein Schock. Ich nehme an, das ist auf der Strecke zwischen Park und Kerzers. Wahrscheinlich hat der einer von beiden, der Lastwagen oder der Lieferwagen, oder der mit dem Töffel abgebogen, ohne ein Zeichen zu geben. Anders kann man mir das nicht vorstellen. Oder ist es spät gewesen, oder der ist schnell drunter gewesen, schwer verletzt. Oder sogar tödlich, ich weiß es nicht einmal. Das war auf der Autostrasse gewesen, zwischen Lies Nord und Studen. Und das war auch zweispurig, da durfte man nicht vorfahren, da ist einfach einer vorgefahren. Und frontal einer rein, jetzt zwei Tote gegeben. Und da war die Autobahn lang gesperrt. Eine Frontalkollision. Einer ist auf der letzten Seite gekommen. Oder im letzten Moment auf der letzten Seite. Das war in der Kurve zwischen Werthof und, also Werthof und Jais, wie man sagt. Dort hat es so eine schwere Kollision gegeben, in der Kurve drinnen. Und dann hat es einfach, man sieht das auf der Strasse, hat es dann neben die Strasse gejagt, also auf eine Wiese. Da hat es eine Schwerverletzung gegeben. Da sind zwei Feuerwehren da gewesen. Und da war lang gesperrt gewesen. Ja, das war, muss ich jetzt studieren. Das war gegen Totzigen runter gewesen, zwischen Totzigen und Büren. Da hat entweder zwei Ross gescheuchert, oder der hat ein Seich abgelaufen, am Wegali oben. Also da ist der Ding nicht schuld, der Lastwagenfahrer, das weiss ich noch. Und wie es so ist im Leben, es ist gerade unglücklich gewesen, als das Ross als erstes drunter ist gelandet, unter dem Lastwagen. Und das war sofort da gewesen. Es hat also kein Tierarzt gebraucht, für ihn zu erlösen. Das war ein kleines Dörfli im Jura gewesen. Ich weiss den Namen gewiss nicht mehr. Da ist alles verbrannt, Stalligen, Kühe und Vieh haben sie rausnehmen. Und der hat gerade frisch anfangen, der hat nichts mehr retten können, ob schon die Feuerwehr eigentlich rasch zur Stelle war. Der hat die Feuerwehr nicht mehr ausrichten können. Total Schaden. Und dort hat die Feuerwehr noch her müssen mit Beschütte, Bauern mit Beschütte wegen, weil dort oben ist kein Wasser gewesen. Das kommt noch viel im Jura. Was brennt, ist weit und breit kein Wasser. Das war zwischen, auf der Strecke Murtenerberg war das. Und das war schon ein tödlicher. Der ist hier frontal, so viel ich weiss. Dann ist der weit ins Ding rausgeflogen. Ins Feld. Da sieht man noch Bitzen vom Auto. Das war auch eine enorme Kollision. Da hat es nicht viel gegeben als Überlebende, aber es war einer da gewesen. Wenn der Wagen wäre voll gewesen, hätte es gerade auch dort. Ja, das war der Bahnhofstrassebil gewesen. Am Feuerobenverkehr, und zwar vor einem Geschäft. Das ist ein Mord, das war ein Dürr, der ermordet worden ist. Ich weiss nicht, mit dem Messer oder erschossen ist, so viel ich weiss, mit dem Messer. Ein Passant auf dem Trottoir, die ihn kennt, und dort hat es eine Schwittigkeit gegeben, und der hat gegen den erschossen oder erstochen. Das war über den Frienisberg, vom Frienisberg auf Meikirchen runter. Das war eine Frau, die ist nicht beherrschend des Fahrzeuges, ab der Strasse gekommen, frontal in einem Baum gelandet. Das war zwischen Meinisberg und Büren. Das ist Gärtnerei hier von Büren. Und da sind sie einfach blöderweise zusammengefahren, aber ich frage mich nicht, warum. Das Auto hat es halbiert. Und da drin ist gleich. Ich konnte dann nur mal fotografieren, also ich sehe jetzt die Decke, dass man nichts sieht. Das kommt etwa vor. Dann brauche ich nicht zu lange zu warten. Ja, wer getroffen ist, das ist meine Wenigkeit. Und nachher ist die bekannte Kerlin da, wie heisst die jetzt im Vornamen noch immer schon? Monika. Da hat mir die Chefin vom Kanal 3, Frau Sommer, ich musste früher
wenn ich auf einer Unfallstelle war, habe ich es immer gemeldet, telefonisch, dort und dort ist Unfall. Und nachher haben sie mir alle angerufen, für noch, als dort Unfall sei, ich sei auf der Unfallstelle. Ich soll von dort live ein kurzes Ding geben, eine Minute, zwei, was war, schnell. Dann hat sie Frau Sommer gesagt, von der Stimme her und so, wow, wir könnten noch das brauchen. Wir schicken dir einen Kurs nach Zürich für Moderatoren, Moderatorinnen. Und dann bin ich eben gegangen dort und der ist für Radio Zürichsee, glaube ich, ist die Kerlin da gewesen. Ja, das Spannendste war, ob man das spannend sagen will, dass sie die schweren Unfälle, die Tragik, die dahinter ist, nicht nur auf dem Unfallplatz, sondern nachher, was kommt mit den Verwandten, mit den Eltern. Und was nachher passiert, Wochen oder Monate später, von dem redet niemand nichts. Das ist für mich auch schrecklich, besonders wenn auch Kinder dabei sind. Weil das ist einfach ein Lärm, die haben Schmerzen und dann gehen sie auch schreien los. Das geht mir auch zurück, ich sehe etwas. Was ich immer wieder sehe, wenn ich über das Land gehe, wo schwere Unfälle waren, in einer Kurve oder weiss ich wo, das kommt mir gerade wieder zu Sinn. Dann sage ich, da war dann der schwere Unfall gewesen. Ich sehe es bildlich, was alles passiert ist, bis ich durchgefahren bin und dann ist es schon fertig.